So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Mir kommt es manchmal so vor, als wäre heute Sonntag, aber nein, es ist Donnerstag, heute einen freien Tag gehabt und wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche und wir haben einen neuen Stop bekommen, das alte Offizierscasino, jetzt neu in ihrer Umgebung. Könnt ihr mal vorbeischauen und drehen. Ich habe in letzter Zeit, es sind so viele Sachen da reingekommen, ich habe die noch nicht mal alle besucht, alle gedreht. Also wenn jetzt mal wieder eine Aufgabe kommt mit drehe 10 neue Pokestops, kein Problem, weil die Stadt ist ja überflutet damit. Dann der Extreme hat uns gezeigt, der hat ein 33%iges Magnetilo bekommen. Er hat sich bestimmt gefreut, als er bewertet hat und uns gesagt hat, ja, KP auf 15 und die zwei anderen Werte sind einfach bei 0,0015. Wer kennt es nicht? Dann gab es natürlich das Käfer-Event. Ja, ihr merkt, die Woche fängt an. Die Woche ist schon 100 Jahre zurück. Ist ein bisschen kompliziert, aber dann gab es natürlich das Käfer-Event, wo auch Shiny Sichlor eingeführt wurde. Der Fabian Krowatzki hat uns gezeigt, neues Pokémon, Raider Mittwoch, ne? Nein, mit WP100, das ist nicht hoch, kein guter Level. Ernst, IV100 wäre das natürlich viel, viel besser. Und was Nein für ein Pokémon ist, stammt von der VW-Familie, wie man sieht, und rote böse Augen. Dann hat der Joni mal aufgeräumt in seinem Beutel, hat er, glaube ich, geschrieben, hat ein 96%iges Rayquaza gefunden, hat auch schon einen Push draufgeknallt, ist auf 25,5 vom Level her, vom Level her. Und ein 98er Dialga hat er auch noch gefunden. Richtig gute Sache natürlich. Jetzt sind aber keine Dialga-Raids mehr da. Da fehlen ihm sicherlich auch Bonbons, deswegen kann er das gar nicht hochziehen. Aber Sonderbonbons beim Raiden, denn der ist ja immer fleißig mit dabei. Dann habe ich einen Tobi ein bisschen verspottet. Los Tobi, Giratina Urform ist da. Sieht das nicht genauso aus? Die fliegende Made, hier natürlich als Ninjask verkleidet. Habe ich keinen einzigen gemacht von den Dingern, obwohl vielen Leuten das wahrscheinlich auch noch gefehlt hat. Ist angeblich auch solo machbar gewesen, ganz gut, auch ohne Wetterboost, ohne irgendwas. Also ein Vierer-Raid, den man solo hätte machen können, habe ich leider verpasst. Habe ich beim Schilling, glaube ich, dann mal gesehen, dass der so einen gemacht hat. Wäre auf jeden Fall auch interessant gewesen, zu schauen, wie viel Zeit man da übrig hat, um das Beste rauszuholen. Dann der Bockwurst-King hat ein 100%iges Finneon gebrütet. Kam das aus dem Ei? Weiß ich nicht. Können die aus Eiern kommen? Auf jeden Fall richtig brutal. Vielleicht hat er es auch getauscht. Oder vielleicht hat er auch sonst was damit gemacht. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Auf jeden Fall 100% Finneon mit 15, 15, 15. Und das ist auch ein richtig seltenes Teil. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Der Zenan, der ist ja immer der Experte für Shinies und seltene Shinies. Und er hat jetzt auch ein schillerndes Pikachu mit Blumenkranz, beziehungsweise Blüten im Haar. Weil Pikachu hat ja lange blonde Haare, wie man sieht. Der also immer richtig gut dabei. Dann bin ich aufgestiegen mit Typ mit Hut HBN. Oder wie wir mal sagen, Typ mit Huhn. Der Typ mit Hut HBN, also der Tobi, Grüße gehen raus. Aufgestiegen zu besten Freunden. Richtig gute Sache. Der Stefan Landei hat auf seinem grünen Account, auf dem No-Gym-Account, einen Käfer gefangen, ein Shiny Raupi, bei dem geht's auch richtig ab. Ihr wisst, der hat ja kein Team, deswegen ist er sozusagen Team Grün. Der hat kein Team, der kann keine Raids machen, der kann keine Münzen sich kaufen, also keine bekommen. Der spielt ja alles Free-to-Play, ist auf dem Weg, Level 40 zu erreichen ohne Team. Richtig coole Sache. Dann habe ich ein 98%iges Giratina in der Urform bekommen. Das war, glaube ich, der zweite Giratina-Raid, den ich gemacht habe. 15, 15, 14, auch beste Kombination natürlich, ein Angriff immer. Oh, Tomi! Der Tomi, von dem gibt's nicht nur Mayonnaise und Ketchup seit neuestem, sondern auch Shiny Sherox. Bam, schreibt er hier. Tomi, mit einem Shiny Sherox. Und da bin ich so neidisch, denn das sieht so genial aus und ist auch noch ein nützliches Pokémon, mit dem man auch was machen kann. Hätte ich auch gern, habe ich aber leider nicht bekommen. Der Marco, gerade gebrütet, ein 91%iges Charmian. Charmin. Gibt's also auch aus Eiernetz natürlich. Auch eins von den neuen Pokémon, die in der letzten Welle so eingeführt wurden. Der Zero zeigt uns Master wieder unterwegs. Auch mit einem Shiny Sichlor. Und ich
Ich habe bestimmt 10 Millionen Sichlor angeklickt und keins war shiny, da bin ich komplett ausgerastet. Und andere haben vielleicht 5 angeklickt und ein shiny dabei gehabt. 16, 19, gut, das geht natürlich besser. Der Sandro zeigt uns, der hat jetzt das Azuril als shiny, die shiny Azuril-Familie voll. Azuril, Meryl, Azuril, Mary, Azumarill, genau. Hat die vollständig, auch richtig gute Sache, davon habe ich nur 1, 2 fehlen mir also noch. Oder man entwickelt einfach das Baby und hat alles im Pokédex, wenn man sich's leicht machen möchte. Aber man ist ja verrückt und tut sich den Stress extra an. Dann der Mörsel, nicht der meiner Morsel, sondern der Mörsel, zeigt uns 2 Codes in 7 Tagen, trotz täglichen Login. Und das verstehe ich auch nicht. Denn das Spiel gaukelt ihm vor, dass er lange Zeit nicht gespielt hat und als Anreiz wieder zu spielen bekommt er einen Code zugeschickt, den er einlösen kann und hat davon also 3 Brutmaschinen und ein Glücksei bekommen. Das habe ich auch schon mal gehabt auf einem Account von Pupsi, glaube ich. Die zockt damit jeden Tag und einmal kam plötzlich eine Meldung, dass sie einen Code bekommen hat, weil sie so lange nicht im Spiel war, hat er auch einen Promocode bekommen, wo sie ein paar Items geschenkt bekommen hat. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also es geht auf jeden Fall nicht mit rechten Dingen zu. Dann habe ich mal einen Screen gemacht wegen 3 Aufgaben. Die fand ich richtig heftig. Im Käfer-Event war das richtig cool. Gewinne 3 Arena-Kämpfe, gewinne einen Arena-Kampf und fange 15 Pokémon vom Typ Käfer. Das hat insgesamt 3000 Staub gegeben. Und die waren natürlich relativ auch leicht, die Aufgaben. Das ist cool, dass es da so viel Staub gibt aus den Aufgaben. Telle schreibt hier, da bist auf Sichlerjagd, ein Tanzer dabei und dann das. Es ist ein Shiny-Tanzer gewesen und ein 100%iges, also so viel Glück muss man erstmal haben. Das wäre eigentlich vielleicht auch was gewesen für den Schocker der Woche, aber ja, vielleicht kann man das noch toppen. Ihr werdet ja sehen, was heute der Schocker der Woche gewesen ist. Dann ganz speziell, das werde ich jetzt nicht so intensiv eingehen, da wollte ich nämlich nochmal ein extra Video drüber machen. Hätte schon längst kommen müssen, aber so verbimmelt, dass es noch nicht passiert ist. Ich habe hier einen Shiny Tanzer um 12.34 Uhr und einen Shiny Tanzer um 12.38 Uhr. Das ist dasselbe Tanzer, aber ich habe nicht 4 Minuten gebraucht, um das zu fangen. Ihr seht ja die Bälle. 170 Pokebälle und 65 Pokebälle. Da hat der Bockwurst King, glaube ich, auch in der Gruppe gesagt, wow, wie viele Bälle hast du jetzt daran verschossen? Aber ich habe das gefangen bei mir auf dem Account, habe mich umgemeldet, weil ich Pupsis blauen Account in die Arena setzen wollte, habe das Tanzer auch aus Spaß mal angeklickt und bei ihr war es einfach auch ein Shiny. Das sieht man dann später, hier sieht man also bei ihr gefangen 847.000 Sternstaub, 27 Bonbons auf ihrem Account, genau, da stand ich nämlich an der Arena. Das müsste auch von ihr sein, genau, das Relaxo habe ich reingesetzt, das sieht man bei zuletzt Gefangenen. Das Tanzer, die hatte da lauter Sichlor, Pikachu, Xerox, Giratina. Und bei mir sah es so aus, was ich davor gefangen habe. Ihr seht ja auch bei dem Pokémon die Beutelerweiterung. Kann also nicht sein, dass ich schnell ein paar Pokémon weggeschickt habe und deswegen was anderes da ist. Das ist wirklich ihr Account, das war mein Account, ich habe ja die 2000er voll. Da geht es wirklich richtig ab, also 2 Shiny Tanzer, genau die 2 identischen, die da zusammen gesessen haben. Hier auch nochmal mein Screen, dass ihr seht, 320 Bonbons und 3 Millionen Sternstaub, der Unterschied. Aber wirklich dasselbe Tanzer bei beiden Shiny, sowas hat man vielleicht mal am Community Day, aber so noch nie erlebt. Fand ich richtig cool, fand ich überraschend. Und dann hat der Marco mich gleich angeschrieben, als ich das gepostet habe, hier prüfen wir bei mir. Habe ich mich bei ihm also eingeloggt, hab mal geguckt, hab's angetippt, aber leider nichts. Ihr seht, es war ein normales Tanzer. Schade, Marco. Juhu, endlich, die Tina hat ein Shiny Kramurks bekommen. Die Liane ist endlich auf Level 40 aufgestiegen. Auch Glückwunsch dafür, Grüße gehen raus. Der Mitzenmann, sogar der hatte auch in letzter Zeit so viel Glück mit Shinies. Der postet da immer fleißig Bilder und hat ein 93%iges Sichlor bekommen. Auf Level 21 mit 15 Angriff. Richtig gute Sache, Shiny. Auch wenn das normale natürlich jetzt nicht so krass aussieht, weil das da ein bisschen rot ist an den Beinen. Aber das Shiny Xerox ist einfach göttlich. Dann der Xtreme, das haben wir beim letzten Mal vergessen. Da war er richtig böse auf mich, dass ich das nicht mit reingenommen habe. Aber das hat das Bild nicht automatisch runtergeladen und beim Durchscrollen habe ich das dann übersehen. Der hat nämlich einen Shiny Traumado bekommen.
Ob er das so gefangen hat oder geklickert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es nicht so ein hohes Level, aber trotzdem auch Glückwunsch dafür. Auch ein richtig cooles Pokémon. Die Sumo-Banane hat uns gezeigt, da gab es ja immer so, wenn mehrere Pokémon ineinander sitzen, das Enton und das Traunfugil als Fusion. Und dann seht ihr, das ist einfach, das sind gar nicht zwei Pokémon, sondern das ist Enton einfach mit einer Perücke. Auch der aggressive Blick sieht richtig genial aus dazu. Cooles Bild auf jeden Fall. Der Kenny, der hat die längste Zeit hier gesessen, 114 Tage. Der Guru Mo, der wird erstmal rausgekickt und Platz gemacht. Da setzt sich der Kenny natürlich rein. Wo auch immer, aber der hat ja immer so spezielle Arenen. Auf dem Markt ein 93%iges Kramurks Level 23, hat der Brian gepostet, kann man mal mitnehmen. Geht natürlich besser, aber wenn er es schon postet, wollte ich es trotzdem auch mal mit reinnehmen. Der Bob the Rob zeigt uns hier Ofenanzünder, wie sein Panflamm einfach vor dem Kamin sitzt. Das ist auch richtig genial, das Bild, und natürlich passend. Und Händchen halten mit einem Registil. Das braucht natürlich auch Liebe. Und das passt auch, weil das einfach so komische Pfoten hat. Auch von Bob the Rob natürlich. Also auch nettes Bild habe ich mal mit reingenommen. Wieder mal der Mützenmann, den habe ich vorhin schon gesagt, dass er einfach nur noch Glück hat mit Shinies. Und wieder mal ein Shiny-Tanzer beim Mützenmann läuft, sagt er hier selber. Dann gab es wieder einen neuen Stop, hat uns der Brian hier gezeigt, Engelsfassade. Und der Tobi hat ein 100%iges Wurmbill gefangen im Käfer-Event, denn das war immer noch aktiv, wie man hier sieht. Der Brian hat ein 96%iges Ninkada bekommen aus der Feldforschung. Das gab es ja aus einer Aufgabe natürlich. Wer da noch keins hatte, konnte sich ein paar holen. Auch dann zum Tauschen natürlich. Als Lucky ist das gern gesehen. Der Leosai hat uns gezeigt, dass wir auch auf dem Friedhof einen neuen Stop bekommen haben. Und das Ganze hat dazu geführt, dass der andere Stop, das Mahnmal zu Ehren sowjetischer Soldaten, zu einer Arena wurde. Da war auch gleich ein Absol-Raid drauf zum Absolvieren. Und da geht's also, jetzt haben wir schon drei Arenen auf dem Friedhof. Früher war da eine, jetzt sind da drei, da geht's auch richtig ab. Dann noch ein Shiny Tanzer, da habe ich auch das zweite Shiny Tanzer im Event bekommen, im Käfer-Event. Dann Marco ist aufgestiegen mit Random Walk 080 zu besten Freunden. Hat er auch mal reingeschickt, dass ich das zeigen kann. Mit dem bin ich ja noch nicht mal befreundet mit dem Random Walk, aber trotzdem Glückwunsch. Auch ein korrekter Typ, sag ich mal. Wenn er das sieht, Grüße gehen raus. Und Marco, ja sowieso, ne, den muss man ja kennen. In seine Switch liegt immer noch hier rum, schon seit 100 Jahren. Jetzt habe ich nicht nur seine Switch, jetzt habe ich auch seinen Account. Ich habe also sein ganzes Leben einfach übernommen. Richtig gute Sache. Fehlt aber noch das naturtrübe Radler. Das muss ich mir auch noch aneignen von ihm und dann ist alles perfekt. Dann der Horst of Death, gerade geklickert mit einem Shiny Bisasam. Das finde ich auch immer besonders, wenn man außerhalb des Community Days noch ein Shiny bekommt, was zu einem Community Day schon da gewesen ist. Wie damals, als ich ein Shiny Dratini aus dem Zähnei gebrütet habe, war ich auch total perplex. Dann die Tina, gerade aus einem Forschungsauftrag bekommen. Eben hatten wir es noch vom Brian, aber die Tina, die toppt alles, die hat einfach ein 100%iges Ninkada bekommen. Richtig geniale Sache auf jeden Fall. Denn wo kriegt man die sonst her? Müsst ihr tauschen, kriegt ihr vielleicht dann auch ein 100%iges. Wieder extrem, bei dem wird ja alles 100, ohne Lucky zu werden. Dann habe ich noch ein Shiny Raupi bekommen, auch während des Käfer-Events. Auch richtig gute Sache. Und bin mit Defteris aufgestiegen. Zu besten Freunden. Und ihr seht schon, da ist gar kein aufploppendes Fenster da, wo man sieht, dass ihr jetzt beste Freunde seid. Weil der hat einfach das Geschenk geöffnet. Der Pisser, na warte, gleich mal beleidigen. Beleidigt wegen Pokémon Go? Wer macht denn sowas? Nein, aber das war natürlich mies. Ich hatte ein Geschenk von ihm drauf, habe immer überlegt, öffnest du das nicht? Sagst du ihm Bescheid, sagst du ihm nicht Bescheid? Warte doch einfach ab. Mach es doch wie die meisten anderen zum Community Day natürlich, zünde das Community Egg und öffne dann einfach alles gemütlich. Er hat aber auch eins und es hat sich einfach wochenlang nichts getan und ich dachte, okay, der macht das vielleicht auch so am Community Day und öffne dann das Geschenk oder ich eben. Da ist auf jeden Fall ein Ei an und da passt das. Und kurz vorm Community Day sozusagen, boom, beste Freunde. Und ich denke mir, nein, wieso machst du das? Aber egal, ich habe den danach natürlich gleich gelöscht. Nein, ist ja nichts Persönliches, aber meine Liste ist einfach schon wieder so dermaßen voll. Wir haben in letzter Zeit eh kaum noch geradet oder ich habe ihn kaum noch gesehen. Am Community Day sehe ich ihn ab und zu mal, aber das ist einmal im Monat.
Und dann lasse ich den Platz lieber für andere Leute, weil viele natürlich auch immer unter die Videos ihre Codes schreiben, ihre Trainercodes. Und da geht vielleicht trotzdem noch was, auch für Erfahrungspunkte und regen Austausch. Das habe ich ja eben schon gezeigt, kurz, das muss ich schnell wegmachen. Dann habe ich ein Tangolos entwickelt, ein 100%iges Tangela zu Tangolos, was auch sehr selten ist, meiner Meinung nach, bis jetzt vor den Entwicklungen, habe ich noch nicht so viele Tangolos gesehen. Also Tangela hat ja jeder, müsste auch jeder entwickeln können, aber meiner Meinung nach haben das noch nicht so viele entwickelt. Da siehst du die anderen Dinger einfach überall in den Arenen, aber das habe ich bis jetzt noch in keiner Arena hier gesehen. Darauf habe ich auch ewig gewartet. Genauso wie ein Jan Mega, was sich auch entwickelt hat, da waren ja Einzelvideos dazu da, habe ich jetzt auch nochmal fix hier mit reingeschnitten. Dann habe ich ein Stolunio gebrütet mit 98%, ist auch mal wieder was Feines, obwohl da hat man ja etliche Hunderter natürlich. Also nicht jeder, aber so. Der Marco nochmal geschrieben, die zwei Raubi-Außen machen mir Angst. Aber das würde mir natürlich, was hast du denn auch vor? Du stehst mitten auf einem Raupi, du stehst bestimmt wirklich drauf auf dem Raupi, das tut doch weh. Und dann kommen natürlich die zwei Bros und eilen zur Hilfe. Obwohl, bis sie da sind, die kriechen ja nur so langsam. Sieht auf jeden Fall richtig lustig und verstörend aus. Guckt euch mal die Augen an, ne? Wie aggressiv die reinblicken, aber irgendwie auch niedlich, also. Cooles Foto, drei Raupis in einer Reihe. Leider kein Shiny dabei, sonst hätte er das bestimmt auch noch gesagt. Dann habe ich eine ACAB-Kuh gebrütet, hier 13-12, ein Miltank aus dem Zehnerei neulich. Habe schon gar nicht mehr dran gedacht, dass die überhaupt aus Zehnereiern kommen. Der Hoffi hat uns gezeigt, er hat einfach ein Anorit gefangen, nicht gebrütet, ein Anorit bekommen mit 0%, und ich sag's immer wieder, 0%er, so genial, sind ja wirklich seltener als 100%ige, kann man auch nicht mit Maps oder irgendwas finden, aber also per Absprache würde es natürlich laufen. Oder ja, die kannst du dir nicht ertauschen, die kannst du nicht aus einem Raid bekommen, die kannst du nicht aus einer Feldforschung bekommen, die kannst du nicht aus Eiern bekommen. 100er schon, 100er kriegst du überall her. Aber das Anorit natürlich richtig genial und es hat auch einen richtig guten Blick drauf, wie man sieht. Dann war es soweit, die Glücksfreunde wurden ins Spiel eingeführt. Ich habe ein Geschenk geöffnet vom Ivasoft-Account und bin mit Ivasharp, Ivasoft gleich Glücksfreund geworden. Das ging richtig zackig. Ihr seht das auch hier, wie das dann also aussah. Dass man da war, beste Freund ist natürlich Voraussetzung. Dann wird das so orange angezeigt und da kam auch die Meldung dazu. Richtig gute Sache, habe ich natürlich dann auch gleich mein Spezial-Trade gemacht. Wer das Video gesehen hat, weiß ja Bescheid, was das war. Habe auch noch meinen Feldforschungsauftrag abgeholt. Da war ein 100%iges Sichlor noch dabei. 100%, 15, 15, 15. Und ihr seht, das kommt mittlerweile auch auf über 3000 WP. Auch richtig gute Sache natürlich. Und da ist es natürlich schon, das Zapdos. Denn ich habe auf meinem großen, alle Shiny Zapdos, die ich von den Raid-Tagen hatte, schon weggegeben und getauscht mit anderen Leuten für andere Shinies. So hatte ich gar keinen Shiny Zapdos mehr. Gleichzeitig hat mir auch der Lucky-Eintrag gefehlt von Zapdos. Und so habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Klatsche. Digga, an der Klatsche, genau. Hab mir einen Shiny Zapdos rübergetauscht mit dem garantierten Lucky-Eintrag und Lucky-Pokémon mit relativ guten IV, besser auf jeden Fall als davor. Das kann man natürlich so machen. Was sehr überraschend auch war, als ich dann mal in meinen Pokédex geguckt habe und habe da ein bisschen durchgewühlt, habe ich plötzlich gesehen, dass das Taubos Shiny ist. Es ist hier kein Shiny-Symbol dran. Ich habe noch keinen Shiny Taubos, ich habe Shiny Taubsi. Hab das aber nicht entwickelt, demzufolge habe ich auch keinen Shiny Taubos und das dürfte mir hier eigentlich auch überhaupt nicht angezeigt werden. Aber egal, was ich gedrückt habe, männlich, weiblich, es war einfach als Shiny im Pokédex zu sehen. War aber natürlich nur ein Anzeigefehler, hat nichts zu sagen. Und am nächsten Tag habe ich einen Raid gemacht, auch mit The Poopsies Accounts, dem Großen und dem Kleinen, die auch dann Lucky Freund geworden, Lucky Friend. Und bei der habe ich dann einfach zwei Rayquazas gegeneinander getauscht. Die hatte kein zweites Handy, habe ich ihr natürlich geholfen, habe gesagt, okay, was möchtest du? Wir haben uns dann geeinigt, Rayquaza, weil es einfach richtig gutes Pokémon ist, einfach so viel einsetzbar, gerade in letzter Zeit, gegen Rayquaza selber, gegen Palkia, gegen Dialga, gegen Giratina 2, die fliegende Made, die stehende Made, gegen Latios, gegen Latias. Du hast immer Rayquaza am Start und das ist einfach so ein gutes Pokémon. Also die zwei einfach getauscht und das war's jetzt erstmal, wie es dann weiterging, was noch alles passiert ist.
nämlich heute am Donnerstag. Seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge, weil das geht immer nur von Mittwoch bis Mittwoch. Was da passiert, wird gesammelt. Und jetzt haben wir natürlich noch den Schocker der Woche für euch. Und der Schocker der Woche, das haben wir hier, das ist ein 100%iges Giratina in der Wandelform als Glücks-Pokémon. Wo ihr jetzt sagt, was ist daran so besonders? Hast du nicht in deiner allerersten Sendung gezeigt, ein Giratina mit Wetterboost als 100%iges Glücks-Pokémon? Das ist doch eigentlich dann weniger wert, weil es keinen Wetterboost hat. Aber es geht ja noch weiter. Ihr seht die Beschriftung, excellent. Excellent, nicht nur bei Giratina, sondern auch bei Palkia. Ein 100%iges Palkia, auch natürlich schon auf Level 40. Die sind alle hochgezogen, seht ihr hier. 3300, 3900. 4000, denn da ist noch ein Excellent, ein 100%iges Dialga mit 15, 15, 15 und um das Ganze abzuschließen, noch ein 3600er. Ne, das ist noch auf Level 20, muss man aber natürlich noch hochziehen. Noch ein Excellent Giratina in der Urform mit 100%, 15, 15, 15 und das ist richtig krass und das Ganze kommt nämlich von Roberto Jakob. Heute zur legendären Mittagspause wurde die Gang vervollständigt. Ich freue mich sehr. Das ist wirklich richtig cool natürlich. Das ganze Trio, was ja eigentlich ein Quattro ist, weil Giratina eben zwei Formen hat. Alle vier Viecher auf 100% und alle hochgezogen. Außer das Giratina in der Urform, das wird natürlich auch noch hochgezogen und alle exzellent beschriftet. Richtig coole Sache. Props gehen raus natürlich an Roberto Jakob. So. Das war's aber von dieser Woche. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Raider Mittwoch am Mittwoch oder Raider Mittwoch am Donnerstag, je nachdem. Ich versuche es natürlich am Mittwoch und dann haben wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst plus den Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.